Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu einer weiteren grandiosen Folge The Last of Us 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, wie immer. Denke es Dankeschön erstmal an alle aktiven Unterstützer da draußen. Vielen Dank für den Support. Wir machen jetzt hier weiter erfolgreich mit dem Durchkämpfen in diesem Gebiet. Ja, lief ja beim letzten Mal ein bisschen... Es war aufregend, sagen wir mal so, es war aufregend, Freunde. Was auf jeden Fall bestimmt für euch auch aufregend ist, die Videobeschreibung mal abzuchecken. Folgt mir gerne auf meinen Social-Media-Seiten. Instagram, Twitch. Und Twitter. Twitch ist natürlich keine Social-Media-Seite, sondern meine Streaming-Seite, ist klar. Aber folgt da gerne. Folgt mir da gerne mal. Und seid da gerne mal bei einem Stream dabei. Checkt mal ein paar der Instant-Gaming ab. Fürs Gewinnspiel, was dort läuft. Für günstig Games, Guthaben etc. Was ihr so braucht, findet ihr da bestimmt. War da nicht noch einer? Okay. Oh, oh. Muss ich durchrennen? Nee. Oder? Jetzt passiert irgendwas. Was zur Hölle machst du hier? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse. Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Latein! Sie ist da lang! Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Hey, bitte sei vorsichtig. Hey, wonach suchen wir überhaupt? Oh Mann, Alter. Okay. Bei den Mauern. Bin ganz bei dir, Mann. Vielleicht in dem Haus? Ja. Gut, Jesse, gut, gut, gut. Die alte schnapp ich mir. Oh oh. Die werden es sehen, aber scheiß drauf. No risk, no fun. Habe sie im Kontakt! Beim Staub! Sehr gut. Was zum Teufel ist los? Ellie! Na los! Hab die Schlüssel. Weg hier! Soll ich fahren? Fährst du? Ah, okay. Okay. Jetzt geht's doch gar nicht. Komm näher! Ah! Oh mein Gott, mein Aiming! Aber was halten die aus, Alter? Ey, sag mal! Oh Gott, mein Aim, Alter! Scheiße! Achtung! Auf die Reife! Holy shit! Hackfresse, Alter, schieß dich ab! Was hält die aus eigentlich? Nummer 2! Okay.
Dass das Auto offen ist, ja. Alles okay? Bin mir nie besser. Sicher. Hier, komm. Danke. Hier lang. Okay. Dina! Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Hm? Nein, nein, nein. Das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Du hast ja alles gesagt. Du hast nicht nachgedacht. Kannst du mich was denken und alles ist vergessen? Ich weiß, du will eine Entschuldigung. Alles. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Ich hatte gerade den schlimmsten, besten Tag meines Lebens. Kat hat wieder an meinem Arm-Tattoo gearbeitet und dann ist sie auf mich drauf und hat mich geküsst. Ich habe sie weggestoßen. Ich habe sie angeschrien. Ich dachte, ich hätte sie infiziert. Ich meine, ich bin infiziert. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie dieser Mist sich überträgt. Was, wenn sie sich verwandelt? Was würde ich den Leuten sagen? Sie hat Familie. Ich habe ihr gesagt, dass wir reden müssen. Ich habe sie angelogen und behauptet, ich hätte noch nie jemanden geküsst und wäre nur verunsichert gewesen. Sie war richtig süß zu mir, obwohl ich so ausgeflippt bin. Wir sind den ganzen Tag spazieren gegangen und haben geredet. Dann ist sie mit mir... Nee, dann ist sie mit zu mir gekommen. Wir wollten uns einen Film ansehen. Sie schlief dabei. Ich war die ganze Nacht wach und hab sie beobachtet. Stalker. Ich hab nach Anzeichen einer Infektion gesucht.
Am nächsten Morgen ging es ihr gut. Sie hatte gar nichts. Ich bin nicht ansteckend. Und Cat mag mich. Was für eine krasse Achterbahnfahrt. Cat ist die allerbeste. Mehr gibt es nicht zu sagen. Heute auf Patrouille hat Jesse mir erzählt, dass Cat mich als ihre feste Freundin bezeichnet. Sie ist immer so offen. Sie spricht mit ihrer Mom über uns. Sie hat meine Hand gehalten, als wir alle draußen am See waren. Sie hat mich vor unseren Freunden geküsst. Alle scheinen es zu wissen, bis auf Joel. Sollte ich es ihm sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Ich denke mal ganz easy. Wie ein richtiger Vater reagieren sollte bei sowas. Einfach easy. Ist halt einfach so. Das ist daran schlimm. Ich habe das Gefühl, dass Dina mir ausweicht. Cat meint, sie ist nur eifersüchtig darauf, dass ich eine gute Zeit habe. Ich lade Dina dauernd ein, mitzukommen, aber sie sagt immer, dass sie keine Zeit hat. Auf Stein liegend, nachts auf einer Felszunge, verfolgst du die Sternbilder. Ich verfolge die Tinte auf deiner Haut. Sie verdeckt die Narben, die Wunden, verschönert das Dunkel, die Sterne. Hier draußen riecht es nach nassem Laub und Feuerholz. Alles klar. Danke. Schön, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr von Tommy aussehen, ne? Weil Tommy haben sie bisher noch... Da sind Versprengte. Wenig Spannend. In beiden Spielen. Handvoll. Willst du es probieren? Her damit. SKO steht vor dir. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Versuch sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum... Sehr gut. Wir sind auf Patrouille. Lass uns erledigen. Ey, wie das Bein wegfliegt. Das ist schon Rambo 4-Style, Alter. Wo er da am MG am Ende sitzt. Ja, die bewegen sich schon, oder? Lass dir Zeit. Okay, du hast nicht. Na bitte. Den mach ich noch weg. Oh mein Gott. Warte. Oh mein Gott! Oh Gott, das ist mir peinlich, Alter! Ich bin doch SKO, Junge. So, zack. Erwischt. Ich mag das Teil. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Erwischt. Ich hab den Hirsch nicht gesehen. Ich sehe noch zwei. Ah, da. Einer noch. Ich bin blind. Freunde? Ah, da. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Oh mein Gott. Wie hoch muss ich zielen? Schon. Du hast Talent. Noch ein paar Mal. Versuch's nochmal.
kann leider nicht noch weiter reinzoomen. Ich krieg das schon. Warte. Aufgepasst. Aufgepasst. Was bist du denn? What? Nein. Was? Alter, an seiner scheiß Schulter vorbei. Da sind noch ein paar. Ja, ja. Der Herbst liegt in der Luft. Wow! Warte, bis ich Joel davon erzähle. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit! Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Joel war da drin, ja. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Erwartet. Ja, was hat sie denn, Alter? Warum? Was hat sie denn, Alter? Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Hm. Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo sie unter den hungrigen Augen der Reisenden um ihr Leben kämpfen müssen. Wird sie ihre Gefühle für den Captain beiseite schieben, um für ihr eigenes Überleben zu kämpfen? Ah. Hä? Gibt's das wirklich? Weil... Oder war Dark Horse auch der Herausgeber von den Last of Us Comics? Weil Dark Horse, den Verlag gibt's tatsächlich. Der ist echt. Den gibt's wirklich. Boah, ich weiß nicht warum, ich muss an dieser, bei dieser Lodge hier gerade an die... An die Kannibalen-Ecke denken, aus dem ersten Teil. An dieses Restaurant, wo er sie verfolgt hat. Plötzlich interessant. Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Weg damit mit der Flasche. Jo, ich mach alles kaputt. Hier ist da bestimmt was zum Einsammeln. Mhm, siehst du, guck mal, das hat sich schon gelohnt. Vielleicht brauchst du keine Seiten. Klingt okay, finde ich. Ja, das klingt schön. Ähnlich, dass hier irgendwo solche Karten rumliegen. Ja. Kommst du? Ja, ich komme. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Oh, naja,
und zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Oh, die ballert gerade die PlayStation. Diese Savage Starlight Comics, die du so magst. Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig. Hey, Schimmer, pass auf dich auf. Schimmer. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Toll, dann sind wir mit zwei Wesen unterwegs, die hier nicht mehr leben. Danke, Naughty Dog. Es macht echt Spaß. Joel tot, Schimmer tot. Brauchst du Hilfe? Hab schon. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Ich bin durch. Moment. Okay. Das könnte vielleicht ganz gut spannend werden wieder, wa? Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Zu dünn? Das geht eigentlich, oder? Vollkommen normal. Okay, Joel, warte. Ich finde das hier gruselig. Ist doch geil. Ist doch spannend. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Lucy oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Okay, Freunde, bevor wir jetzt hier weitergehen,
endet der Part erstmal. Dann machen wir beim nächsten Mal den Abschnitt wahrscheinlich komplett mit Joel und Ellie. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wie immer, lasst gerne Feedback da und schaltet beim nächsten Mal ein. Haut rein. Tschüss.